Leute, wir sind zurück. The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Im letzten Part haben wir Rüstungen gefahren, weil wir mit dem Majoris jetzt endlich fertig sind. Das werden wir in diesem Part weitermachen. Viel ist es nicht mehr. Seid gespannt, wie es weitergeht. Wir werden jetzt zu Gelb gehen und dann schauen wir mal. Da ist auch noch was versteckt und da werden wir leider Bomben verbrauchen müssen. Oder vielleicht sogar muss ich eine Waffe ablegen, weil wir haben halt einfach nicht mehr genug Bomben und ich will die halt ungern verschwenden, falls wir die für irgendwas bräuchten. So, ihr kennt den Weg. Wir müssen jetzt hier wieder runter. Und das werden wir auch tun. Wir waren hier nämlich schon mal in diesem Gebiet. Ja, ich werde Leben verlieren. Das ist mir aber gerade egal. Weil wir hier rein müssen. Hier in den Untergrundruinen ist nämlich noch ein Rüstungsteil. Da dürfte das sein, ne? Genau, jetzt muss ich leider eine Waffe ablegen. Die holen wir uns aber nachher wieder. Die bleiben ja liegen, zum Glück. Dann wollen wir mal. Was sagt das? Ja, wir müssen weiter in die Richtung. Achso, ich kann nicht springen, ne? Mein Felsbrockenhammer ist leider kaputt. Oh, das wird jetzt sehr ätzend, sich zu dem Rüstungsteil halt durchzuboxen. Alter, Brudi. Das ist richtig übel. Okay, soweit, so gut. Hätten wir mehr Bomben, wären wir schon lange durch. Und wir sind durch, endlich.
Damit hätten wir das. Naboris Helm, der Helm einer Kriegerin, die in längst vergessenen Zeiten die Gerudo beschützte. Er soll das Band mit den Gerudo stärken, wenn er von einem Hylianer getragen wird. Unser Schwert müsste da noch liegen. Perfekt. Nehmen wir gleich wieder mit. Wäre ja schön blöde, wenn nicht, Alter. Gut, und dann. Das nächste Rüstungsteil müsste auch schon markiert sein. Genau, dann gehen wir zu Rot. Da haben wir nämlich tatsächlich auch ein Rüstungsteil vergessen. Richtig unangenehm. Unangenehm! Nur so viel dazu. Ach ja, falls ihr euch wundert, das Spiel läuft jetzt wieder besser. Meine Switch ist wieder overclockt. Nach den letzten Updates funktionierte das Overclocking-Tool auf der Switch gar nicht mehr. Deswegen gab es auch an manchen Stellen so massive Frame-Einbrüche. Das sollte sich jetzt wieder reduzieren. Nur damit ihr da Bescheid wisst. So, jetzt müssen wir wieder mal zu dem Jahrtausendbaum und es regnet natürlich. Tja, Brudis, ihr kriegt mich nicht mehr. Das war's dann wohl. Da hinten müssen wir hin. So, dann mal los. So, hier ist irgendwo ein Rüstungsteil drin. Höhle am Jahrtausendbaum. Wir waren hier ja schon. Wir müssen jetzt nur das Rüstungsteil finden. Damit hat die Fledermaus wohl nicht gerechnet, wa? Nein. Gut, hier ist es auf jeden Fall schon mal nicht. Da ist ein Raubschleim. So, was haben wir hier? Die sind alle von der Haltbarkeit her besser. Tschüss. Sorry, Brudi, aber wir werden dich leider opfern müssen. Der Schild, den wir jetzt gerade gekriegt haben, der ist stärker und die anderen sind von der Haltbarkeit her besser. Also von daher. Leider kein Diamant und auch nicht das Rüstungsteil, was wir suchen. Aber dafür eine Bombe. Der Jahrtausendbaum ist echt unglaublich verwirrend. Super nervig. Da hinten.
Das ist der einzige mir erklärbare Weg, den wir jetzt gerade gehen können. Ja, wir sind richtig. Okay. Aber wir müssen höher. So, noch höher. Und da ist es. Wir haben es gefunden. Nice. Die grimmige Gottheitsstiefel. Stiefel eines Helden aus einer Welt, die von einem herabstürzenden Mond bedroht wurde. Sie erfüllen den Träger mit der Kraft eines Gottes. Damit haben wir alle Sachen für das Ding. Jetzt heißt es wieder auf die Karte. Und als nächstes hierhin. Da liegt nämlich was im Wasser. Das können wir uns holen. Mal schauen, wie das wird. Da bin ich ja gespannt. So, wir sind da. Sif mit dem Schreien. Ich habe eigentlich gerade wenig Lust, gegen die Monster hier zu kämpfen. Wir wollen halt im Grundsatz nur das Rüstungsteil haben. Oh no! Oh no! Dreck. Ich muss mal kurz meine Kopfhörer wechseln. Puh. Okay. Da ist die Truhe. Und einmal ran hier. Los, Link, beweg dich, Brudi. So, wir haben sie. Und ablegen. Blaues Hummerhemd. Dieses weiche, bequeme Hemd wird traditionell auf einer Insel im Süden getragen. Der Stoff lässt viel Luft durch, daher eignet es sich hervorragend für warme Regionen. Okay. Damit haben wir das blaue Hummerhemd. Chillig. Und als nächstes noch hierhin. Wieder nach Ateno. Nice. Ziemlich chillig. Da seht ihr, an dieser Aufnahmesession hänge ich jetzt schon länger, weil ich halt so viel markieren musste, gerade was auch Klamotten angeht und sowas. Und dann gehen halt die Kopfhörer manchmal leer. Jetzt müssen wir aber zu einem Haus, was ihr bauen könnt in Breath of the Wild, was aber dann nicht mehr Link gehört. So, das Haus konntet ihr mit Link nämlich bauen, aber das gehört nicht mehr Link. Das ist jetzt Zeldas Haus. Hier ist Zeldas goldenes Pferd, das wir schon gefunden haben. Das ist die Blumenfrau, die euch immer anmeckert, wenn ihr auf die Blumen tretet. Irgend so ein anderes Foto. Beim Kochen. Das ist da, wo wir gerade waren. Das kann man gar nicht erkennen. Zeldas Tagebuch lesen. Nach der Verheerung reiste ich durch Hyrule, um herauszufinden, wie ich am besten beim Wiederaufbau helfen könnte. Ich sah zerstörte Gebäude und verlorene Städte. Der Schaden war noch weitaus schlimmer als befürchtet. Doch als ich den Leuten zusah und ihnen zuhörte, wurde mir schnell eine Sache klar. Ihr Lebensmut war ungebrochen. Das größte Gut Hyrules war seine Bewohner mit ihrem eisernen Willen. So wurde mir durch meine Reise wieder meine Aufgabe bewusst, die Einwohner von Hyrule zu schützen.
Im Zuge des Wiederaufbaus von Hyrule bauten wir eine Schule in Hateno. Es ist die größte Siedlung in Hyrule mit weitem fruchtbarem Land. Und da dort so viele Kinder wohnen, bot sich Hateno für eine Schule an. Als Lehrer konnte ich Simon vom Forschungsinstitut gewinnen. Er ist seit Jahr und Tag Puras Assistent und als solcher sicher gut geeignet. Mit Kindern kennt er sich aus. Ich werde dem Unterricht einige Zeit beiwohnen und mir selbst ein Bild davon und von den Schülern machen. Den Bau der Schule gab ich bei Herrn Lander in Auftrag, dem Architekten von Dumster, vom Bauunternehmen Dumster. Es schien ihn sehr zu bewegen, da dies sein letzter großer Auftrag in Hateno war, bevor er zu einer Reise aufbricht. Ich ließ ihn einen geheimen Raum auf meinem Grundstück bauen, von dem sonst niemand etwas weiß. Er ist etwas düster, aber Temperatur und Luftfeuchtigkeit sind keinen großen Änderungen unterworfen. Ich finde es sehr angenehm, mich dort aufzuhalten. Dieser Raum ist genau das Richtige, wenn ich mich zur konzentrierten Arbeit zurückziehen möchte. Kaum hatte das Schulprojekt angefangen, standen wir auch schon vor dem ersten schwierigen Problem. Uns fehlen qualifizierte Lehrer. Simon hat sich der Sache angenommen, aber noch fehlt ein guter Kandidat. Unsere Lehrkraft sollte intelligent und gebildet sein und die Kinder müssen ihr vertrauen können. Kinder zu unterrichten und zu schützen bedeutet, unser Land zu schützen. Man muss sie lehren, das Land zu lenken. Ich hoffe, viele herausragende Persönlichkeiten, denen unsere Zukunft am Herzen liegt, werden als Lehrer zu uns kommen. Chillig. Ein Geheimraum, sagte Zelda. Genau, und hier hat man auch noch ein paar Fotos, auf denen man leider aber auch nichts erkennen kann. Aber das ist jetzt Zeldas Haus und nicht mehr unser Haus. Frechheit, unser Haus wurde uns gezockt, Alter. ja gut, gehen wir. Brunnen von Zeldas Haus. Das ist unser Haus, Mann. So, hier sind auch noch einige Bilder, die Kinder gemalt haben mit Zelda und einer Kuh. Süß. Zeldas Tagebuch. Die Verheerung ist zwar Geschichte, doch sie hat Narben hinterlassen. Der Wiederaufbau läuft, aber es gibt viele Probleme. Links Kleidung hat sehr gelitten, seit er mich dabei begleitet, die verschiedenen Regionen unter die Lupe zu nehmen. Ich möchte Abhilfe schaffen und habe deshalb ein neues Reckengewand für ihn anfertigen lassen. Da ich mir so viel Mühe gegeben habe, ist die Vorfreude auf sein überraschtes Gesicht besonders groß. Solange wir unsere Arbeit nicht beendet haben, verstecke ich das Gewand erst einmal im Thronsaal. Gewiss kommt außer ihm niemand auf die Idee, dass die Feuerschalen der Schlüssel sind, um es zu finden. Das neue Reckengewand haben wir leider schon. Traurig. Und hier ist noch etwas. Altes Haarband. Ein einfaches altes Haarband. Die Farbe ist schon etwas verblichen. Trage das Haarband und du wirst bestimmt ganz nostalgisch. Das Haarband gibt uns den Zopf nämlich wieder. Den ihr am Anfang, wenn wir durch die Höhle gehen, bekommen können. Ist ganz süß. So, damit haben wir aber auch dieses Rüstungsteil. Damit sind wir hier fertig. Jetzt muss ich gerade mal gucken, was ich noch markiert habe. Ich glaube, es gibt sogar nur noch drei Rüstungsteile, die wir uns hier holen können. Das kriegen wir erst später. Hier müssen wir nachher hin. Das heißt, jetzt gibt es nur noch hier die Rüstungsteile. Ich habe den jetzt aus gutem Grund nicht markiert. Das liegt halt einfach daran, weil die Rüstungsteile im Schloss sind und, die Markierungen zeigen nur die ungefähre Position. Deswegen, es würde nichts bringen, jetzt das zu markieren. Dann hätten wir da zwar den Punkt, kommen da aber dann trotzdem nicht hin. Genau, und wir müssen ins Schloss, meine ich. Oh, scheiße. Das ist gerade eher nicht das, was ich will. Ich will einfach nur weg gerade. So, wir müssen auf jeden Fall in die Bibliothek. So viel ist mir bewusst. Und hoch hier. Ja.
Schloss Hyrule, Erdgeschoss. Wir müssen jetzt nur noch einen Weg reinfinden. Das interessiert mich gerade mehr. Von da sind wir gekommen. Oh, shit. Ja, ah, okay. Das füllt sich auch so wieder auf. Ist okay, dann passt das. Der Thronsaal. Aber es muss hier einen Weg runtergeben vom Thronsaal aus. Irgendwie müssen wir doch zur Bücherei reinkommen. Ich weiß nur gerade nicht, wie. Und ganz runterfallen dürfen wir leider nicht. Aha. Endlich ein Weg rein ins Schloss. So, von hier aus können wir die Bücherei suchen. Oder auch nicht. Weil das Schloss noch ramponierter ist als vorher schon. Ein Gardeschild und ein Ritterschwert. Das Gardeschild lassen wir aber mal stecken. Wir haben eins mit, die sind aber super fragil. Nee, das würde keinen Sinn machen. Wo kommen wir raus? Da geht's nur wieder hoch zum Thronsaal. Das ist aber genau das, was wir nicht wollen. Zweiter Wall. Lass mich raten, wir müssen hier kämpfen. Nee, aber hier gibt es eine Truhe. Eine Königshellbade, die ist absolut useless. Die bringt uns leider gar nichts. Ich finde gerade den Weg zur Bibliothek nicht, ne? Thronsaal. Müssen wir noch tiefer? Kann das sein? Hier müssen wir hin, ganz genau hier. Dann sind wir auf dem richtigen Weg. Und deswegen, das ist eine der schwierigeren zu findenden Rüstungen. Da ist sie, endlich. Wir haben den Eingang. Hier müssen wir hin.
Leibwache-Stiefel. Die Stiefel der königlichen Leibwache von Hyrule. Sie sehen nicht nur gut aus, man ist damit auch recht beweglich. Seit kurzem wieder in Produktion. Die Frage ist, ja, der ist besser. So, jetzt gibt's hier aber immer noch, einmal hoch. Und nochmal hoch. So, weil jetzt müssen wir komplett auf die andere Seite, in diese Richtung, ne? Ja. Keine Zeit für den Kram. Das sind die fast letzten Rüstungsteile, die wir uns hier schnappen müssen. Sorry, Brudis, ich bin mal weg. Da oben müssen wir hin. Ich wollte aber gerade nur an den Typen vorbei. Das wird jetzt gleich sehr spannend werden. Los geht's. Oh, schaffe ich das überhaupt? Ja, sollte gehen. Sollte easy klappen. Den nehmen wir mit. Weil, why not? Er fliegt ja eh nur rum. Ein Gardeschwert, ein für Ritter gefertigter Prototyp, dem Magie innewohnt. Er ist nicht sehr haltbar, setzt aber eine gewaltige Angriffskraft frei, wenn er kurz vor dem Zerbrechen steht. Die Shika erschufen diesen Prototypen als Waffe gegen die Verheerung. Er ist stark und schnell, doch seine Haltbarkeit lässt zu wünschen übrig. Er ist immer besser als das Ding hier. So, aber deswegen sind... Oh, fuck. Deswegen waren wir nicht hier. Deswegen sind wir hier. Leibwache Mütze. Die Mütze der königlichen Leibwache von Hyrule. Sie ist leichter, als sie aussieht und sorgt für eine freie Beweglichkeit. Seit kurzem wieder in Produktion. Nice. Damit hätten wir auch das Ding. Umgebungskarte bitte. Die beiden haben wir. Jetzt gibt es nur noch ein Rüstungsteil, wo wir als erstes hingehen, und das ist hier. Und der leichteste Weg dahin zu kommen ist von hier aus. Damit haben wir auch alle Rüstungsteile auf der Oberfläche von Hyrule, bis auf die Zora-Rüstung und den Zora-Beinschutz. Den Beinschutz kriegen wir aber und die Rüstung kriegen wir leider erst story-wise, also... Jetzt fehlen halt nur noch die Sachen, die wir kaufen können im Untergrund und die Untergrundrüstungen, und dann sind wir fertig. Dann haben wir den Sammelkram hinter uns. Rüstungen werden, wie gesagt, nochmal... Das wird nochmal ein anderes Thema werden. So, wir fliegen nur... So, ich muss mir das
hier markieren. Hier ist nämlich leider ein Rüstungsteil und hier wollen wir hin. Aber da kommen wir nur von hier rein, deswegen sind wir gerade hier hingeflogen. Los geht's. Das ist, wie gesagt, leider tatsächlich der nächste Ort. Näher werden wir nicht daran kommen. Oder gibt es doch noch einen näheren Ort? Doch, gibt es tatsächlich. Es gibt einen näheren Ort. Das Ding hier. Ich habe ganz vergessen, wir können ja auch zu den Himmelsinseln. Die Himmelsinseln bringen uns wesentlich näher daran. So, weil jetzt brauchen wir einfach nur runterspringen. Und da müssen wir hin. Wird spannend, ob wir das schaffen, bis dahin zu fliegen. Aber das ist der nächste Ort. Näher kommen wir nicht ran. Perfekt, wir sind da. Weil wir werden noch in den Untergrund runterfliegen und da machen wir den Part dann dicht. Weil die restlichen Rüstungsteile kriegen wir alle im Untergrund. Au! Und runter. Abgrund auf Tingela. Oh shit. Gut, da wir jetzt das markiert haben, müssen wir als nächstes hier hin. So, wir markieren jetzt schon mal die Rüstungsteile, die wir uns noch besorgen müssen. Wäre hier eins. Hier eins. Hier eins. Das hier wird das Schwierigste sein. Aber Moment mal, nein. Den hier haben wir ganz vergessen. Und wir haben sogar noch eins vergessen. Shit. So, hier. Und... hier, das sieht gut aus. Dann von Rot zu Blau, zu Gelb, zu Grün, zu Rosa und zu Himmelblau. Das wird unser Weg sein im nächsten Part. Dann einmal zu den Rüstungsteilen. Wir wechseln unsere Rüstung noch. Jetzt werden wir nämlich... gut, die Richtung ist vorgegeben, aber einmal möchte ich an den Gegnern noch vorbei, damit ich keine Überraschung erlebe. Ihr könnt mich bitte gerne in Ruhe lassen. Oh Gott, Brudi! Oh, jetzt reicht's mir. Jetzt töte ich euch doch noch. Richtig Bock auf diese Scheiße, Alter. Sie wollten es ja nicht anders. Oh, echt jetzt?
Oh, ihr wollt mich doch verarschen, Alter. Das sieht sehr schlecht aus. Das habe ich mir gedacht, das wird nicht gut enden. Dass wir uns dann doch nochmal hier durchkloppen müssen, das ist bescheuert, aber ja, was soll's. Ich hoffe nur, wir finden gleich dann noch ein paar Donnerblumen. Sonst könnte das leider kritisch werden. Nee, das Einzige, was wir finden, sind Irrknospen. Gut, machen wir den Part einen Ticken länger, damit wir... Aber dann muss ich das hier nehmen. Sonst kommen wir hier leider nicht mehr ganz durch. Perfekt, das müsste passen. Yes. Wenn wir Donnerblumen finden, dann beende ich den Part. Also jetzt hier sollten wir hier Donnerblumen noch finden. Yes, gut. Bei der Felswand machen wir den Part dann dicht. Es sind zwar nicht viele Donnerblumen, aber wenigstens ein paar. Ja, dann mache ich doch noch nicht dicht. Das wird ja dann richtig schön werden jetzt. Sich da durchzukämpfen wird ganz, ganz grauenvoll. Alter. Wir sind da. Wir haben es geschafft. Und da sind auch wieder Donnerblumen. Aber auch wieder nur zwei. Wir können halt froh sein, dass wir den Bow haben. Dann geht der Part halt mal ein bisschen länger. Schade, denke ich auch nicht. Oh, shit! Und die verschwinden nicht, ne? Ne, da müssen wir die Truhe einmal öffnen und uns dann wegteleportieren. Die Windmütze, der Held, der einst das große, weite Meer bereiste, soll sie getragen haben. Ihr Zipfel wird sachte vom Wind hin und her getragen. Und tschüss, Brudis. Das war mehr als knapp. Weil, wie gesagt, ohne Donnerblumen werde ich mir nicht gegen die Hände kämpfen. Weil dann wird das richtig ekelhaft werden. So, sehr schön. Aber Leute, hier werde ich den Part jetzt beenden. 40 Minuten. Der nächste Part wird dafür kürzer. Wir haben einige Rüstungsteile gesammelt. Ich bedanke mich an der Stelle bei euch fürs Zuschauen. Like dieses Video, abonniert den Kanal für mehr The Legend of Zelda Content oder wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Genießt noch euren Tag und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Part wieder. Bis dann.